die ganze Zeit wieder auffüllen. Das, boah, nee, das hasse ich. Das habe ich damals bei Vampire Stone gehabt, das Problem immer. Das, mitten irgendwie Aufnahmestreik und so, und dann waren die ganzen Parts verloren und so, weil ich dann alles wieder neu aufnehmen konnte. Nee, bloß nicht. Aber es ist trotzdem auch so ein hohes Risiko, was ich hier auch mache, weil ich ja nicht zwei Speicherstände nehmen sollte. Ich hätte lieber auch mal zwei Speicherstände nehmen, aber das ist ja jetzt... geht! Verpiss dich, du Vogel! Was willst du von mir? Na gut, dass man die Keule hier hat. Aber ganz ehrlich, Leute, mir geht das Geflacker gerade ein bisschen auf den Keks hier gerade. Deswegen riskiere ich es sogar jetzt, die normale Eisenrüstung wieder zu tragen. Weil mir geht das Geflacker ziemlich auf die Nüsse. Kriegt man ja Augenkrebs die ganze Zeit, wenn man das durchgehend hat. So, das sieht doch schon wieder besser aus. Außerdem gegen Gegner brauche ich ja nur meine Keule. Die sind ja so easy, damit kalt zu machen. Wenn man weiß, wie man es macht. Zack, zack. Aussaugen. Kaputt. So, deswegen, was ist. Deswegen, wofür brauche ich die? Verstehe ich keinen, warum man die Leute dafür braucht, ey. Zack. Oh. Okay, jetzt kapiere ich's. Okay, jetzt habe ich's kapiert. Okay. Ich hab's kapiert, warum ich die doch brauche. Doch, so leicht war es doch nicht. Wie schnell die zuschlagen können, ey. Hallo? Geht's denn so gut? Flammenschwert. Ja, kommt mal her, ihr Säcke. Jetzt zeig euch mal, wie ich Feuer und Flamme werde hier. Vor allem, wie die abziehen, ey. Hallo? Obwohl, warte. Ich kann es mir auch zugunsten machen, weil sie greift mich ja zu physisch an. Also brauchen wir die gute alte Taktik mit der Chaosrüstung. Dann kann die mir auch mich mal gewaltig sonst wohin lutschen. Aber ich geht ganz schnell hier, Leute. Wusch, la wusch. So. War jetzt doof, dass der eine jetzt gestorben ist. Ja, jetzt super, aber die ziehen aber auch Energie ab hier. Das ist ja ekelhaft. Okay, wird doch ein bisschen schwieriger. Ich hätte es mir ein bisschen leichter vorgestellt. Zack. Ja, komm. Zack, was willst du? Friede deiner Asche, du Sack. Was ist denn hier überhaupt? Ah, ich glaube, ich erinnere mich hier, glaube ich, so ein bisschen, was hier ist. Ich glaube, das ist doch hier der finale Punkt hier, oder? Wow. Komm her. Ja. Oh, okay. Alle uns dadurch. Ich könnte aber ein gutes Eisenschwert nehmen, dann könnte ich ein bisschen mich hier mit Blut laden. Oh, schön. Oh, wie die Energieleiste wieder schön steigt rechts. Aber wie gesagt, Mann, das regt mich ein bisschen jetzt auf, dass ich nicht alles hier habe. Eventuell muss ich doch gleich noch bevor ich zum Puppen mache. Wow, wie die angesaust. Komm, guckt euch mal an, ey. Alter. Huch! Ich hatte gar nicht richtig mitgekriegt, dass die schon. Die ist, ach, bestimmt, weil. Ah, oh, drück, schlage ich noch zu, ey. Pfosten nicht, ey. Aber ich habe genug magische Energie. Das heißt, ich kann mich jetzt gleich schön selber wieder aufladen. Das ist nicht so schlimm. Wie zum Geil komme ich hier rein? Oh nein, ich ochse. Ja, ich weiß es. Ich habe selber jetzt einen Fehler gemacht. Ne, warte, habe ich nicht. Ja, hoffentlich geht das jetzt noch, weil sonst habe ich ein Problem hier. Ah, okay, er ist noch da. Das ist gut. Ah, bist du da oben? Dankeschön. Jetzt sind die bestimmt auch wieder da unten. Aber ich glaube, als Geistform sind sie nicht so gefährlich. Oder doch. Verdammt. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Warte mal. Das haben wir gleich. Ja, komm. Komm her. Warte, mein Freund. Muss das mal so gehen? Oh. Das war doof. Ich fast ins Auge gehen können. Ja. So.
Alles klar, Kumpels. Warte mal, hier ist noch was. Ah, okay, da oben. Nein, Moment, nicht voreilig sein. Warte mal, ich muss zielen. Zack, und da oben bin ich schon dran. Okay. Na komm. Hallo. Wollte schon sagen, geht das jetzt hier gar nicht mehr oder was? Oder wie, oder was? So, das laden. Jetzt müsste. So machen. Komm mal her da hinten, du Ochse. Ey, ich rede mit dir. Hallo, deine Mutter sieht hässlich aus. Du bist ein Sackgesicht. Bah. Pfui. Hallo? Ja, jetzt hat er es gecheckt. So, wo zieh hin? Ja, guck mal alle her. Ja. Zack. Wie kriege ich denn hier nur vom Blut hier? Was ist das denn für ein Beschiss hier? Sag da Kacke, wofür brauche ich dann den Kack? Ja, das ist total doof. Ich dachte, ich krieg hier ein bisschen mehr Blut. Das ist ja richtig kacke. Ich hab gedacht, ich krieg hier ordentlich Ladung hier wieder zurück. Jax! Der Typ, der gefällt mir nicht. Kann ich mal hoffen, dass ich noch mit der Keule was anrichten kann. Mal die anderen. Die Lammärsche kann ich eigentlich so K.O. schlagen mit der Keule. Kompetent auch. Boah, die sind die auch selber, die so wenig geben. Ich hätte mal eigentlich angenommen, von so starken Gegnern kriegt man auch mehr Blut, ey. Von wegen. Ich glaube, da war wohl die alte Blattorm 2 Taktik drin. Komm her, du Schmörmel. Ich komm mal ein bisschen wieder zurück. Wow, was ist das denn für einer? Babe Victor! Sorry, war Kämpfer oder was? Doppelt 2, aber naja. Mann, das sieht hübsch aus. Zack. Veräppelt. Na komm. Zack. Sehr Taktik ist hier die Wiese. Man muss hier schon ein bisschen schlau sein. Na komm schon. Was ist denn hier los? Hallo? Ihr seht euch den Schalter, ich versuche zu berühren. Oh. Ganz ehrlich, kein. Nimm die Lichtblitz. Dann. Was ist denn jetzt los hier? Warum kann ich das Ding nicht aktivieren? Habe ich jetzt hier. Ist das jetzt ein Bug hier? Lololol. Ah, jetzt geht's. Wird das Spiel jetzt noch buggy hier, ey? Hallo, das ist ein PlayStation-Spiel. Das ist auf meiner PlayStation. Wie kann. Egal. Frag gar nicht. Ja. Was ist. Ja. Ja, genau. Ich riskiere es gar nicht. Deswegen laufe ich da durch. Ja, super. Ja, er schlägt mich jetzt, trifft mich jetzt. Nein, tut er nicht. Wow. Okay. Das nehmen wir selbstverständlich jetzt anders. So, magische Energie ist ja ausreichend, wenn ich mit dem Nebel durchlaufe. Boah, ich krieg gerade hier einen Schwitzanfall auch noch, ey. Mein Headset auf dem Nacken, der macht mir Hitze hier gerade. Ich glaube, ich muss gleich trotzdem nochmal eine Pause machen hier. Oh, witzig. Och, du Scheiße! Komm her, du Vogel! Hä? Weißt du, was du willst? Du willst mich stechen! Ist wirklich warm jetzt gerade hier, ey. Wie viel Grad habe ich überhaupt jetzt hier bei der Bude hier? 30 Grad? Ja, das erklärt einiges, warum ich mich überhaupt ein bisschen so erbärmlich fühle. Hallo! Wollt mal abklopfen! Komm! Ja. Oh, warte! Zack, 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 zack! Und Dreier!
Na? Wer ist jetzt hier der Muschimann hier, hä? Gut, ich habe jetzt den Feuer hier aktiviert. Du hast so gesehen. Genau so sagst du es. Wie sind denn von hier im hier, ey? Das ist ja grauenvoll, sowas. Läuft gerade die Suppe hier am Hals herunter. Puh. Dies war einst die gelehrteste Stadt, in der sich die angesehensten Universitäten von Nosgoth befanden. Um die schlauen Bücher konnte ich nicht trauern, doch betrübten mich die Narben, die Nemesis auf der Welt hinterlässt. Stahlberg. Ist das nicht hier? Alter Falter. Ah, ich glaube, das soll bestimmt, ja... Thema hat er ja gerade erwähnt, das ist ja eine Schlacht, die von, eine Stadt, die niedergeschlachtet wurde von Nemesis. Weil sie wie die Geisteskranken hier machthungrig durch die Gegend laufen, alles niedermetzeln, was ihnen im Weg ist. Gut, dann haben wir jetzt, ich wollte mich mal in die Stadt mal umschauen. Eventuell finde ich da was, was mir hilfreich sein kann. Magische Runen zum Beispiel, die will ich am meisten haben. Oh nein. Was wollt ihr von mir? Okay, wo muss ich überhaupt lang? Ach ja, ich komme von da, also muss ich doch da hoch. Mie. Ja. Hm, vielleicht finde ich ja doch was Interessantes hier. La, 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 da, da. Oh Gott, er schon wieder. Halt die Gosch, gib mir auch einen Keks. Kann man hier irgendwo... Oh Gott. Nein. Ich kaufe nichts. Ich hab... Oh, shit. Ja, mach ruhig. Komm, stich zu. Was los? Kannst du nicht mehr stechen oder was? Doof, da hab ich eine Rüstung. Oh, jetzt macht er mich nach. LOL. Tja, da habe ich wohl die härtere Keule in der Hand gehabt, wa? ja, komm, wir gehen mal in die Hütte rein. Checken, checken, checken. Ich muss gucken. Was macht ihr denn hier? Ich dachte, ihr wärt tot. Siehst du, eine abgeschlachtete Stadt da hier. Habe ich verpasst jetzt hier. Ihr habt tot zu sein. Du auch. Hier ist eine abgeschlachtete Stadt, also habt ihr nichts zu leben hier. So, Welt bereinigt. Jetzt geht's wieder gut hier alles. Nee, nee, nee. Alles muss man selber machen hier, mit dem Saubermachen hier. Was willst du? Hä? Ich hab die bessere Keule hier in der Hand. Merkt ihr das? Gut. Alles kaputt hier. Alles die Löcher in der Dach, ey. Komm mal hier rein. Habt ihr was Schönes hier drin? Was mich vielleicht interessieren könnte? Leer? Oh. Okay. Ich muss noch mal wissen. Ich glaube, ich kann jetzt nicht hier gucken, wie viel Items ich habe. Doch, kann ich wohl. Ich muss mal eben was checken hier. Bei magischen Fähigkeiten. Nee, Quatsch. Blutdusche. Ja, ich krieg auch gleich eine Dusche, ey. Kann ich ja checken, wie viel ich jetzt hier habe. Das sind die ganzen Klamotten von den Säulenwächtern. Da haben wir hier 24 Karten, 81 Gegengifte, 9 davon. Oh, Peitsche habe ich eine Menge. Peitsche. Yeah. Herz der Dunkelheit. Ja, Herz der Dunkelheit habe ich jetzt auch reichlich. Also ich brauche mir jetzt nicht so Sorgen machen, dass ich jetzt sofort instant oft sterben werde, weil das wird mich ja... oft wieder von den Toten wieder auferwecken. Bin wahrlich unsterblich. Ja, komm her. Aber in den folgenden Teilen kann ich euch schon mal sagen, von The Legacy of Kain wird es sowieso immer mehr und mehr interessanter mit der Geschichte auch so.